Was geht ab, man und sie weiter, Osirio? Und heute ist ein guter Tag, denn es gab heute reichlich Stones. Zum einen auf der globalen Version, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr 100 Stones und wirklich viel mehr und gute Preise aus den Platz 1 Rewards. Global ist nämlich in sehr vielen Ländern Platz 1 gechartet. Heißt, loggt euch am besten auf der globalen Version ein, holt euch eure 100 Stones und ein bisschen mehr. Und ich wünsche euch sehr viel Glück bei den Summons. Auf JP jedoch hat Part 2 angefangen und es gab auch die 44 Stones aus dem gestrigen Livestream. Wir gucken uns am besten alle Informationen und Details zu Part 2 an. Denn es gibt auch ein, zwei Events, die wir uns genau ansehen werden, wie zum Beispiel das Extreme Battle von Vegeta Junior. Wie erfarmt ihr euch Vegeta Junior? Das, Herkules Punch Machine Event hat neue Saves bekommen, die gucken wir uns auch genau an. Und die ganze Mission, Freunde, deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und haken mal alles in diesem Video schön zusammenfassend ab. Und zwar Part 2 von der 4-Jahres-Celebration hat nun angefangen auf der japanischen Version. Wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr einen Trailer zu sehen. Nummer 2 betrifft Quests, um Dragon Balls einzusammeln. Wir können jetzt nämlich auch über die nächsten 7 Tage die Black Dragon Balls nächstes einfach mal einsammeln, um dann Black Smoke Shenlong zu beschwören. Wir wissen noch nicht, was es damit auf sich hat, wenn wir ihn beschwören, aber nach 7 Tagen werden wir das Ganze wissen, denn auch hier Nummer 3, es wurde eine neue Stage hinzugefügt und dort können wir quasi täglich, da wird jeden Tag eine neue Stage hinzugefügt und aus dieser Stage können wir einen Dragon Ball uns erfarmen, indem wir quasi gewisse Quests noch berücksichtigen bzw. machen und das Ganze gucken wir uns gleich an, wenn wir gleich in die Stage springen. Ein neues Story-Event wurde hinzugefügt, aus diesem Story-Event bekommt ihr auch Vegeta Junior, das gucken wir uns gleich an. Extreme Z-Battle von Vegeta Juniors Online gucken wir uns auch ebenso an. By the way, wir werden heute noch live gehen, Freunde, heute Abend und machen zum einen das Extreme Z-Battle für Vegeta Junior, erfahren uns ein paar Stones auf JP und Global und können dann bei beiden Versionen noch einen Durchlauf machen, bei Global auch bei Broly und bei JP bei LRWG. Das heißt, wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut auf jeden Fall heute im Livestream vorbei. Ich werde euch die genaue Uhrzeit auf meinen Social Media Kanälen wissen lassen. Die Links in der Beschreibung, wahrscheinlich eher auf Instagram und Twitter. Wie gesagt, die Links in der Beschreibung, Instagram, osirio.official und Twitter @dokanbattle.de. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut auch auf jeden Fall heute vorbei. Heute Abend die genauen Uhrzeiten lasse ich euch auch bekannt geben, sage ich mal. Battlefield wird anfangen, Battlefield, und zwar wird es zum einen GT-Thematik haben, das neue Battlefield, aber das neue Battlefield, die neue Season, das ist ja die Season, in dem auch LRUB ins Battlefield kommt, die fängt erst am 18. Februar an, um 9 Uhr morgens unserer Zeit, wenn das Ganze live kommt, gucken wir uns das ebenso an, dann gibt es ein Ultra-Sale, steht das hier dran, also wird es einen Sale geben für JP, denn warum? Baby wird kommen, LR Baby wird im Legendary Summon kommen mit LR Kid Goku, bzw. Goku GT, Trunks und Pan. Diese werden erscheinen am 19. Februar, 7 Uhr morgens unserer Zeit, Freunde. Für die beiden werden wir auch summonen im Livestream am Dienstag dann. Das bekommt ihr dann die genauen Uhrzeiten nächste Woche im Streamplan zu sehen. Der Streamplan ist unter jedem Video, Freunde, in der Beschreibung auf Twitch oder Discord-Logo. Die Links dazu sind in der Beschreibung und Elder Kai Summon am selben Tag ebenso live. Dann gibt es eine Social-Media-Campaign auf Twitter. Checkt ihr am besten mal ab, wenn wir da gewisse Sachen machen, retweeten etc. Kennen wir das Ganze, dann kriegen wir da auch gewisse Sachen. Herku wurden neue Stages hinzugefügt, das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Und ansonsten wäre es auch eigentlich zu den Part-Time-Missionen mehr oder weniger. Es gibt einen Longibon, es gibt Special Missions. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal ganz schnell an. Und zwar zum einen, das sollten die Special Missions sein, Freunde. Ich werde euch die Übersetzungen gleich mal einblenden. Und zwar, also das sind die Daily Missionen, sind gleich geblieben. Part 1 Missionen sind auch gleich geblieben. Die Part 1 Missionen und die Daily Missionen haben wir uns in dem Part 1 Video angesehen. Ich werde den Link der Part 1 Mission trotzdem mal in die Videobeschreibung von diesem Video setzen, damit ihr das Ganze habt, weil die müssen wir auch berücksichtigen für die Mission von Part 2. Und zwar, Freunde, Part 2 Mission, was gibt es hier zu wissen an der Stelle? Müsst ihr Folgendes machen von oben nach unten. Wenn ihr 5 Stages schafft, ohne ein Support-Item zu benutzen, bekommt ihr die goldene Herkules-Statue. Wenn ihr 5 Stages schafft, in weniger als 2 Minuten, bekommt ihr zweimal die 4-Jahres-Coins. Wenn ihr 5 Stages schafft, indem ihr nur Super-Attacks nutzt, bekommt ihr zweimal die 4-Jahres-Münzen. Wenn ihr 5 Stages schafft, ohne Schaden zu bekommen, bekommen wir die Shin-Medaille. Wenn wir 5 Stages schaffen, ohne ein Continue zu nutzen, dann bekommen wir die Elakai-Medaille. Wenn wir bis zu 10 Story-Events schaffen, bekommen wir 3 Gold-Herkules-Statuen. Wenn wir Level 5 oder höher, Level 10 oder höher oder Level 15 oder höher eines Extreme Z-Battles schaffen, bekommen wir die Sachen, die gelistet sind, unter anderem 3 Dragon Stones, 2 Elder Kai. Und schlussendlich, wenn wir bis zu 7 oder 7 verbrauchen, bekommen wir auch 6 Dragon Stones. Und wenn wir dann alle Missionen Part 1 und Part 2 schaffen, Freunde, dann gibt es nochmal 3 Dragon Stones dazu. Deswegen müssten wir quasi die Part 1 Mission noch berücksichtigen. So viel dazu, Freunde, zu den Special Missions, die
Login-Boni könnt ihr euch gerne mal ansehen, ist gleich geblieben wie auf Part 1. Jeden Tag 4 Stones, die Coins, Tickets etc. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir auch mal weiter im Kontext, denn wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch wichtige Sachen an uns anzuschauen, auch wegen den Stages, Hercules Stage und wegen Vegeta Junior, gehen wir gleich drauf ein, aber wegen Vegeta Juniors Extreme Z Battle. Wie jedes andere Extreme Z Battle auch, von Level 1 bis 13 bekommt ihr gewisse Kais, aber auch Stones, also bis zu 13 Stones könnt ihr euch holen, drüber, also Level 31 und drüber gibt es dann die Statuen. So, Extreme Type, Extreme Strength Charaktere, um es richtig zu sagen, haben natürlich einen Typenvorteil, weil Vegeta Junior vom Super Physisch Type ist, aber die Kategorie Gokus Lineage ist sehr effektiv gegen Vegeta Juniors Extreme Z Battle. Deswegen, wenn ihr euch ein Team bauen könnt mit der Gokus Lineage Kategorie, dann seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt. Ja, aber ich denke auch, das Izei sollte auf jeden Fall machbar sein. Also so schwer sollte das nicht sein. Den Knaben haben wir uns angesehen, der ist wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Die Passive Attack und at Start of Turn 60%. Wenn er dann angegriffen wird, bekommt er für 5 Runden Keep Boost 2 und auf den Angriff 50%. Und das wird separat kalkuliert. Das ist dann ein Boost von 140%. Der ist wirklich sehr, sehr gut als Free-to-Play-Charakter. Mit dem Leader-Skill gibt der Keep Plus 3 für die Breed Saints HP Attack 77% oder für Charakteren HP Attack und Death 30% Keep Plus 2. Außerhalb davon, wenn ihr ihn quasi auf SE10 bringt, dann schadet er seine Super Attack schon mit 9 Key. Also der ist wirklich ein sehr, sehr guter Free-to-Play-Charakter. Könnte ich jedem empfehlen, ihn zu holen. Apropos holen, wo bekommen wir denn den Knaben? Und zwar gehen wir mal rüber von dem neuesten Story-Event. Wie gesagt, gucken wir uns das Ganze mal an. Ist aber auch ähnlich wie mit Giro und mit Goku Junior. Man kann nämlich auch diese Kettenreaktion aktivieren. Was meine ich damit genau, das zeige ich euch gleich. Lass mich ganz kurz zeigen, dass es nämlich aus dieser Stage bekommt, den auf Level 12. Die Stage machen wir gleich. Wir werden da gleich reinspringen, um uns das Ganze mal anzusehen. Und zwar ist das folgendermaßen mit ihm. Zum einen kann er dort droppen, aber zum anderen bekommt ihr auch die Orbs, um ihn zu awaken. Ihr braucht von den S-Orbs 6540 S-Orbs, 3530 M-Orbs und 346 L-Orbs, um ihn komplett auf 100% zu bringen, Free-to-Play mit seinen eigenen Orbs. Außerhalb davon, die Medaillen bekommt ihr, um ihn zu awaken, also 5 Medaillen braucht ihr, um einen von ihnen zu awaken, bekommt ihr aus den Missionen, indem ihr quasi die Stages schafft, beziehungsweise in dem Fall bis zu 20 Mal, bis zu 10 Mal die Stage 12 schafft, dann bekommt ihr die ganzen Medaillen. Was hat es mit der Kettenreaktion auf sich? Wie gesagt, Freunde, wenn ihr die Stage einmalig macht, bekommt ihr aus der Stage einen Vegeta Junior, okay? Dann, wenn ihr ihn, wie gesagt, auf 10% bringt, auf 20% bringt, im Dupe System auf 30%, 40% und so und so fort, dann bekommt ihr weitere Vegeta Junior. Heißt, diese könnt ihr nutzen, um seine SE zu erhöhen, ihn auf SE 10 zu bringen. Oder direkt am besten, wenn ihr einen weiteren habt, macht ihr folgendes, wenn ihr, ich sag mal, Ausgangssituation, wenn ihr zwei Vegeta Junior habt, dann nehmt ihr einen und bringt ihn auf UR und mit den anderen öffnet ihr einen Pfad im Dupe System, weil wenn ihr das macht, dann bekommt ihr noch einen Vegeta Junior aus der Mission, dann öffnet ihr noch einen Pfad, bekommt ihr noch einen und dann, wenn ihr alle Pfade geöffnet habt quasi, dann habt ihr zum einen die ganzen Pfade geöffnet, aktiviert diese Kettenreaktion und dann könnt ihr quasi ihn auf 100% bringen und für mehr oder weniger jeden 10er Schritt gibt es einen weiteren Vegeta Junior, damit ihr ihn auf SE 10 bringen könnt. Auf SE 15 nach seinem Ize könnt ihr ihn auch komplett free to play bringen, denn wenn ihr euch einen zweiten Vegeta Junior holt, ihn auf SE 5 bringt und ihn dann awaked, dann könnt ihr ihn als Trainingspartner benutzen für den, der EZA ist, damit ihr den, der EZA ist, von SA 10 auf 15 bringt. By the way, haben hier die Shadow Dragon Charaktere eine erhöhte Drop Rate. Wenn ihr Shadow Dragon Charaktere habt, nehmt sie auf jeden Fall mit. Und hier ist auch schon der Dragon Ball. Wie gesagt, die Dragon Balls gucken wir uns auch gleich an nach dem Event. So sieht das Ganze aus, Freunde. Wenn ihr nach links geht, sollten die S-Orbs sein, in der Mitte die M-Orbs, rechts L-Orbs. Dann gucken wir uns mal an, was mit dem Fragezeichenfeld auf sich hat, wo wir da drauf kommen. Und zwar bekommen wir zu meinen, okay, wir kommen wahrscheinlich auch, ja, das sollten auch L-Orbs sein, wir bekommen dann wahrscheinlich mehrere oder auch L-Orbs, könnte aber vielleicht sein, dass wir irgendwo anders hinkommen, und zwar gucke ich mal, ob es hier noch ein Special Stage gibt, wo man hinfliegen könnte, was könnte auf jeden Fall immer sein, und dann könnte man ja da noch gewisse Sachen bekommen. Jedenfalls, ihr habt es gesehen, ganz links gibt es die S-Orbs, hier in der Mitte die M-Orbs, rechts L-Orbs, ihr wisst auch, wie viel ihr braucht, um ihn auf 100% zu bringen. Wenn ihr dann gegen ihn kämpft, hier gegen unser Boy, könnte es natürlich auch sein, dass er hier aus der Stage droppt, mit einer geringen Anzahl natürlich, aber wie gesagt, wenn ihr an der Stelle dann die Kettenreaktion da aus der Mission auslöst, dann seid ihr auf jeden Fall auch gut gedeckt und solltet den Boy auch gut erfarmen können. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, ihn zu erfarmen, ist wirklich ein sehr guter Free-to-Play-Charakter. Genau, so viel dann eigentlich auch zu Vegeta Junior. Dann gucken wir uns doch die Stages an mit dem Dragon Ball und mit dem Hercules Punch Event, Freunde. Dann wäre es für dieses Video. Hätten wir so mehr oder weniger das Wichtigste abgehakt für Part 2, was hinzukam. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, hier droppen natürlich auch Orbs etc. Und das Gefahren sollte auf jeden Fall machbar sein für unseren Boy Vegeta. Und da wir jetzt das
die Stage einmal gemacht haben, bekommen wir jetzt einen Vegeta. Im Endeffekt werde ich dann so verlaufen, wie gesagt, ich werde diesen auf Uhr bringen. Wenn ich einen weiteren kriege, oder bringe ich einfach ihn mal kurz auf 10% im Dupe System. Dann bekomme ich ein weiteres Duplikat, öffne die ganzen Pfade, bekomme immer weitere und so klatschen auf SC10 und auf 100%. Haben wir, wie gesagt, alles besprochen. Genau, da ist auch schon die Mission und den Boy kann ich mir dann auch sofort hier abstauben aus der Mission, sage ich mal. Jetzt wegen der Stage mit dem Dragon Ball, Freunde. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und zwar, die Stage ist folgendermaßen. Lass mich ganz kurz den Vegeta abholen. Es wird jeden Tag eine neue Stage hinzugefügt, sodass wir auf ein Maximum von 7 Stages bekommen. Und aus diesen Stages können wir jeweils ein Dragon Ball uns ergattern. Und aktuell ist nur Stage 1 live. Wie gesagt, nach 7 Tagen werden wir dann in der Lage sein, Black Smoke Shenlong uns zu beschwören. Und dann bin ich echt drauf gespannt, was er mit uns vorhat. Denn das ist diese Stage hier, Freunde. Wie gesagt, wir können aktuell nur Stage 1 machen. Die Sache ist jedoch, für diese Stages wird es dann auch noch gewisse Quests geben. Und diese Quests müssen wir bewältigen, damit wir, wenn ich das richtig verstanden habe, sowohl die Dragon Balls bekommen, als auch die 4 Stones. Es könnte auch wirklich sein, dass man nur die Stage machen muss und den Dragon Ball bekommt, oder dass man eben diese Hinweise bewältigen muss, diese Quests. Weil hier steht nur explizit dran, dass wir danach die 4 Stones bekommen. Da wären wir einfach die Tage schlauer. Aber ich blende euch mal ganz kurz die Quests ein, was wir dann für die ganzen Stages machen müssen. Es sind frische Übersetzungen, kann sein, dass ein oder andere nicht stimmt. Zum Beispiel für Stage 1 wurde es falsch übersetzt. Bei Stage 1 steht dran, wir müssen ein Oolong Support Item nutzen. Stimmt aber nicht, wir müssen ein Support Item bekommen von Oolong. Und das bekommen wir aus der Stage. Und dann kriegen wir die 4 Stones. Ich glaube, es sind wirklich nur die 4 Stones. Die Dragon Balls bekommt auch aus der Stage, aber das sehen wir gleich. Jedenfalls, was müssen wir noch machen, wenn wir hier steht, wenn wir Stage 2 clearen, dann mit einem Sacred Water Training Item, dann bekommen wir hier quasi auch die gewissen Sachen aus der Mission, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann, wenn wir Stage 3 clearen, Stage 3 müssen wir machen, mit einem Turtle School Link, muss im Team aktiv sein, dann bekommen wir auch quasi die Quest oder schaffen auch die Quest hier an der Stelle. Was steht hier noch dran? Wir waren bei 3, Stage 4. Clear Stage 4 mit einem Pure Saints Katrid Mitglied im Team, dann bekommen wir auch die Quest und dann haben wir für Stage 5 wir müssen quasi mit einem Super Saiyan Link Skill die Stage clearen, dann bekommen wir auch quasi die Quest oder schaffen die Quest und für Stage 6 steht dann hier dran, wir müssen mit einem Super Mono Team das Ganze schaffen, mit einem Heroes Team, dann sollten wir auch quasi die Quest schaffen und zu guter Letzt müssen wir mit einem Majin Buu Saga Kategorie Mitglied das die Quest schaffen, damit wir quasi die, ja, damit wir die Mission bekommen, nenne ich es einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, ob man auch diese Hinweise oder diese Quest machen muss, um den Dragon Ball zu bekommen. Wir machen gleich die Stage und werden da quasi schlauer, aber bei dem schenkt sich das nicht, weil, und zwar müsst ihr das quasi hier schaffen, den einmal hier besiegen, und dann bekommen wir Dragon Ball und dann könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr denkt, was wir mit Black Smoke Shenlong anrichten können, Freunde. Da bin ich wirklich drauf gespannt, was da abgehen wird, weil, ja, ich bin gespannt, was wir dann bekommen an Sachen, aktivieren ein neues Event oder so. Ich bin echt drauf gespannt, was da sein wird. Weil ich finde, mit den Shadow Dragons könnte man mehr machen, ne, mit den einzelnen. Aber ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ups, jetzt habe ich da mich verklickt, macht nichts. Oh, genau. Wie gesagt, Freunde, so viel auch dazu dann. Ich überlege schon ein bisschen weiter. Das Letzte, was wir dann besprechen müssten in diesem Video, wäre dann mit den Hercule Punch 9 Stages. Die sind wirklich sehr gut gemacht worden, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Hier haben wir jetzt ein Support-Item gejobbt, das sollte das von Oolong sein. Und jetzt sollten wir auch quasi diese Quest schaffen, also die 4 Stones bekommen. Den Dragon Ball gucke ich mal ganz kurz, damit ich das Ganze mal sehe, ob ich dafür, oder ob wir den direkt jetzt bekommen, ob ich dafür, wie gesagt, diese Quest schaffen muss, die Mission annehmen muss. Schauen wir das Ganze einfach mal an, wenn das Ganze geladen hat hier. Demnächst, ja, die Ladezeiten, die haben mich jetzt in letzter Zeit, ne. Ah, okay, siehst du, man bekommt ihn sofort. Ich glaube nicht, dass wir wirklich diese Quest machen müssen. Ja, könnte schon sein, doch, könnte sein. Könnte sein, dass dann, doch, könnte gut sein, dass man die Quest auch machen muss. Und diese 4 Stones gibt es dann zusätzlich dazu, weil da war jetzt auch quasi ein Hinweis. Ich glaube nicht, dass einfach die Stage machen, dass es nur die Stage ist. Okay, dann ist es doch auf jeden Fall so, wie wir es uns besprochen haben. Und aus der Mission bekommst du dann nochmal die 4 Stones, wenn ihr sie abholt. Also, wie gesagt, die Hinweise habe ich euch gepostet vor einem Video. Ich habe sie aufgepoppt. Die müsst ihr dann quasi machen, damit ihr die Dragon Balls bekommt. Mit den nächsten Stages. Und dann sprechen wir uns für dieses Thema dann nochmal in 7 Tagen, indem wir dann den Black Smoke Shenlong, ja, beschwören. Da bin ich echt drauf gespannt, was mit dem Burschen abgehen wird. Jedenfalls, dann gucken wir uns das Wichtige noch zum Schluss an. Mit dem Hercule Punch Event. Da wurden 3 neue Stages hinzugefügt. Im Prinzip auch wieder selbes Prinzip, Freunde.
Das ist zum einen Stage 4, wurde ist neu hinzugefügt worden. Da könnt ihr euch Zenny holen. Zweimal pro Tag könnt ihr die Stages machen. In Stage 5 gibt es Orbs und auf Stage 6 gibt es Stones. Das habe ich mir aufgehoben. Hier muss man bis zu 999 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, schaffen. Oder 99 Millionen, 99,99 Millionen. Ja, das andere wäre viel zu viel. 99,999 Millionen sollten das sein. Damit ihr Stones bekommt, wenn man das schafft, sind 15 Dragons. Und jetzt denkt einer, wie um Gottes Willen soll man das schaffen? Nun, die Stage 4, 5, 6 sind ein bisschen anders. Denn zum einen werden Friends hier uns vorgelistet, die wir wählen können. Das ist sehr, sehr gut, die Nuker. Also ich nehme hier Bugles an der Stelle. Und zum anderen können wir Items benutzen, Freunde. Wir dürfen Items benutzen. Deswegen habe ich für diese Stage, bei den älteren Stages darf man aber keine Items benutzen. Nur bei den neuen. Und deswegen habe ich für diese Stage hier, so gut es geht, Supporter mit reingenommen, weil ich werde mit den Orbs mit meinen Items sorgen. Ich gehe einfach mal rein und dann sehen wir es ganz, was ich damit meine. Ich habe nur C18 mitgenommen, weil C18 sorgt, beziehungsweise C18 ändert Rainbow Orb in Int. Und das brauche ich, weil es gibt kein Item, in dem man Rainbow Orb in Int ändern könnte, wenn mich nicht alles täuscht. Aber für die Orbs werden wir dann quasi mit dem Item sorgen. Deswegen habe ich so gut wie es geht einfach nur Supporter reingeklatscht und den Rest hier quasi an der Stelle, ja, mit meinen Items. Alles klar, dann würde ich sagen, wir legen einfach mal direkt los. Wenn ich recht entsinne, brauche ich die Red Orbs nicht mit den Items. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das, unser Setup ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Wirklich. Ja, wir haben Supporter drin. Die hat Potenzial bis zu 40% auf unseren Angriff zu geben. Die Supreme Time of Kai. Supreme Kai of Time. Und C18 ändert dann die Rainbow Orbs in Int Orbs. Da bin ich drauf gespannt, was wir ausrichten können auf jeden Fall. Aber ja, jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Und zwar jetzt, wegen dem Juken, Freunde. Items. Dieses Item ändert Tech Orbs in Argel Orbs. Oh long. Ich zeige euch gleich, was ich mit meinem Verfahren machen will. Dieses Item ändert Argel Orbs in Strength Orbs. Boom. Dieses Item ändert Physisch Orbs, nee, sorry, Strength Orbs. Strength Orbs in Physisch Orbs. Boom. Und das letzte Item ändert Physisch Orbs in Int Orbs. Boom. Also ein sehr, sehr schönes Szenario. Leider auch nicht das Beste, denn Elegorn, ihr seht es, hat keinerlei Linkskills aktiviert. Weder 4 Spell noch Super Saiyan. Aber, ja, schade. Wäre gut, wenn ihr Talos oder Kid Buu wären, dann hätten wir wenigstens 4 Spell. Was kommen wir aber jetzt so auf dem Radar? 24 Millionen. Okay, das ist nicht viel. Das hätte noch besser gehen können. Also auch so Linkskills machen auf jeden Fall was aus. Wir haben auch zwar einen Support hier mit am Start mit Supreme Time of Kai. Supreme Kai of Time. Und, aber wir haben auf jeden Fall was Gutes geschafft hier, ne? Da seht ihr. Also man kann ja Items nutzen, heißt, ich habe jetzt das Team so gebaut, da ich brauche im Prinzip in meinem Team eigentlich keine New Orb Changer. Nur C18 habe ich mitgenommen wegen den Rainbow Orbs, aber alles andere auf jeden Fall supportlastig und dass der Boy viel Support bekommt. Also geil wäre, wenn Talis in der Rotation wäre, Kid Buu und mein Boy Gohan. Dann hätte er 4 Battle, 2x 40% Support auf den Angriff und wenn das komplette Feld wie gerade eben Int wäre, dann wäre es wirklich geil. War es aber nicht dementsprechend nicht schlimm. Was kann man ja jeden Tag zweimal machen. Aber sehr gute Änderung, dass wir zum einen den Friend wählen dürfen. Und zum anderen gibt es dann natürlich auch die ganzen Stones von 0 auf bis zu 99,99 Millionen. Also die älteren Missionen, die haben damit nichts zu tun. Was meine ich damit? Guck mal, jetzt die Stones ich bekomme. Und ja, jetzt bitte annehmen. Annehmen! Jetzt, komm jetzt hier. Und ich hab 31 Stones so free einfach raus. Jedenfalls, Freunde, wie gesagt, so viel zu den ganzen Informationen und Details. Wir haben alles gedeckt. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut euch im Stream ein. Dann holen wir uns quasi die Stones und werden noch einen ganzen Durchlauf bei LR Vegeta machen können und auf Global auch bei Broly. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir das auf jeden Fall ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.